Hallo, hier ist Martin von Money Monkeys. Das ist DAX-Analyse für Freitag, den 18.09.2020, damit auch den großen Verfallstag im September. Was hatten wir heute? Donnerstag. Hat er auf jeden Fall die Karre erstmal wieder in Gang gebracht. Hat ist ja im Grunde auch bloß im Kreis gedreht. Ein paar schöne Donuts hier auf dem Asphalt gezimmert. Mehr ist da nicht passiert. Unten hat man gesagt, wäre so vom Gefühl her so ein bisschen. Na, hat man gesagt, so ein bisschen roch's danach, wie als geht er da unten hin. Das ist passiert. Hier unten hat er sich gedreht bekommen. Hat sich dann einmal nach oben gebäumt. Im Bereich um 13.100, 13.060. Das hat soweit ganz gut geklappt und dann ist er im Endeffekt jetzt hier wieder einfach hochgelaufen. Und wir hatten ja gesagt, dass ein Donnerstag entweder auf der einen Seite richtig abhauen kann. Oder dieses typische Hin und Her macht. Ne? Also das war eher mehr das typische Hin und Her. Unten einmal hier einen Ausbruch gemacht, den Fehlausbruch, dann versucht oben. Allerdings haben wir oben noch keinen Fehlausbruch gemacht. Demzufolge würde ich eigentlich jetzt hat eigentlich für den Freitag schon fast, ich will nicht sagen garantiertes Szenario. Das klingt ein bisschen zu sicher, aber ich wüsste nicht, ich wüsste echt nicht, warum der jetzt nochmal fallen soll ich weiß es nicht, also. Jetzt haben sie ihn wieder hochbuxiert. Ich kann mir jetzt echt nicht vorstellen, dass der hier zum Freitag jetzt nochmal abrauchen soll. Keine Ahnung, also. Da bin ich ein bisschen sprachlos, muss ich sagen. Da fallen mir nicht viele Argumente ein, warum der jetzt hier weg sollte. Ich würde trotzdem mal sicherheitshalber hier unten was mit hinsetzen. Sollten wir wieder unter der 13.150 verschwinden, würde ich ihm dann eher mehr Abwärtschancen zusprechen. Würde dann denken, dass wir dann deutlich tiefer gehen können in Bereich um 12.960, auch 13.000, wenn er da nochmal abkippen sollte. Die Erwartungshaltung habe ich stand jetzt erstmal nicht. Ich würde ihn tatsächlich eher einfach oben raus dichten, oben raus analysieren. Da spricht nun nicht viel. Ja, er hat es halt einfach mal versaut, halt auf der anderen Seite. Er hat auch Chancen gehabt, auszubrechen und so weiter. Hat er nicht genutzt. Deswegen machen wir es jetzt einfach so. Er kriegt jetzt von mir oben seinen Freifahrtsschein und dann soll er mal zeigen, was er dort kann. Ja, wenn er dort versagt, können wir auch alle auslachen und wieder nach unten verkaufen. Aber ich glaube, da sollte man jetzt mal, da sollte man nicht ganz so wegreden halt. Ne? Hat schon eine gewisse Chance, jetzt da oben rumzustänkern. 300 ist erreichbar, die 350, 360 ist markante Zone, nur im Bereich um 400 bis 450 halt. Ne? Da, wo das letzte hoch war. Vielleicht sogar da mal drüber. Das darf man nicht außer Acht lassen. Das wird nun möglich zum Freitag, wenn der DAX oberhalb von 13.230 oder vielleicht, sagen wir mal, 13.250, 60 notiert. Ne? Also gerade so die 13.250, 260, die ist ja hier die letzten Tage ein ganz schönes Brett gewesen. Das ist immer wieder nach unten gestoßen. Sollte die gebrochen kriegen, dann entsprechenden. Sollte die nach oben gebrochen kriegen, dann bitte entsprechend Platz auf der Oberseite einplanen. Also es wäre einfach jetzt grob fahrlässig, wenn er jetzt anzieht und man sagt jetzt, man baut das Short auf, weiß nicht, fände ich. Weiß nicht, auf der einen Seite hat es natürlich oft runterverkauft, aber normalerweise bricht der Markt halt aus und dann läuft er los. So, das hat er nicht getan. Das ist ein Fehlausbruch. So, und wenn er einen Fehlausbruch unten macht, dann probiert er in der Regel nicht einen zweiten Fehlausbruch unten, sondern probiert er in der Regel einen Ausbruch oben. Und deswegen würde ich mir den erstmal angucken wollen. Wie gesagt, würde für einen DAX hier eher im so Bereich um 280, 300 jetzt oben interessant finden, wenn er denn aus der 260 rauskommt, aus der 250. Ansonsten vielleicht auch einfach da nochmal seitwärts einen Tag, so wie wir das hier den einen Tag vorher hatten. Wann war das? Dienstag oder Mittwoch oder wann? Wo man einfach nur einen ganzen Tag zwischen der 13.260 und der 13.200 durcheinander hin und her sind. Aber Sie merken schon, ein bisschen aus dem Konzept hat mich das, oder bringt er mich jetzt schon damit. Aber ich glaube, wir müssen es so stehen lassen. Also das wäre jetzt richtig analysiert. Wichtig ist, er braucht den Impuls ein bisschen, er muss über die 250, aber das sollte er jetzt per Gap kommen. Also, warum sollte man ihn jetzt verkaufen halt, ne? Wenn er doch verkauft wurde und wieder hochgekauft wurde. Also, das war eine Chance unten raus, die hat er nicht genutzt. Also, da wird er ausgelacht jetzt. Und das würde bedeuten, nach oben raus. Da glaube ich, erzähle ich sonst die nächste Stunde das noch. Machen wir hier einfach den Cut.
Das haben wir besprochen. Tageskerzensprich natürlich auch immens. Hier jetzt mal für ein bisschen Power auf der Oberseite. Auch hier trotzdem mit Vorsicht genießen. Achten Sie wirklich drauf, dass auch was kommt, dass auch was dahinter ist. Und sonst laufen Sie Gefahr, dass der hier einfach wieder zur Seite rumeiert. Sieht aber schon. Es ist halt. Er hat es halt einfach versaut. Und da, was soll man da lange um den heißen Brei rumreden halt, ne? Die Chance war da. Das muss er sich jetzt erst wieder zurückverdienen. Muss er mindestens unter 1,50, 1,60 mal, um da wieder sich ein bisschen was zu aktivieren. Aber es ist eher eine Chance auf der Oberseite. Ja, gut. Von daher achten Sie ein bisschen noch auf den, passen Sie auf den Verfall auf, 13 Uhr. Der könnte vielleicht auch so ein bisschen der Stöpselzieher sein halt, ne? Der einen DAX hier ein bisschen aus der Beschränkung zieht, oben wie unten. Das kann in beiden Seiten ausarten, dass der DAX 13 Uhr dann halt einfach wie ein kleiner Irrer rumspringt. Sollte man nicht ausschließen, so wie er momentan eingefärscht und festgekettet wurde hier. Hat er zum Donnerstag jetzt die Chance gekriegt auszubrechen, man hat ihn wieder hierher gezogen halt, ne? Also da 13 Uhr ein bisschen 8, 17:30 kommt nochmal was, 22 Uhr, die Amerikaner, die dann da abrechnen, ne? Da ist schon noch ein bisschen Druck auf dem Tacho und dann, ja, gucken wir uns Montag, würde ich sagen, gucken wir uns Montag dann an, wo der steht, wo er neue Trends starten kann, wie und was. In der Regel macht er ja doch nach einem Verfall dann eigentlich einen neuen Trend. Meistens fängt er den schon zum Verfall direkt an. Die Analyse werden wir dann zum Seminar machen. Am Wochenende ist ja jetzt wieder das Seminar in Magdeburg. Werden wir uns dann zusammensetzen und zum Sonntagnachmittag dann die Analyse gemeinsam fertigstellen. Dann spreche ich das noch schnell ein. Also wundern Sie sich nicht, wenn das dann später kommt. Das wird bestimmt erst gegen um 6, um 7 dann online sein, ne? Ja, von daher, ich kann Ihnen hier wirklich nicht, beim besten Willen nicht, ich kann Ihnen nichts rausdichten, wo ich sagen würde, dass. Meine hier, man könnte im Zweifel noch ein Pullback, aber der Trend, der ist ja eh schon längst tot hier. Das ist doch schon nur noch Maskerade. Pullback jetzt hier in die Ausbruchszone, aber da muss halt Schwäche kommen. Und die muss wirklich kommen. Wenn der Schwäche kommt, unter 200, unter 1,50 würde ich ihn eigentlich eher haben. Unter 100, unter 1,50, unter 200, das sind alles so Punkte, die jetzt nach unten fallen müssen. Solange das nicht fällt, echt, dann machen Sie sich einen Zettel am Bildschirm oberhalb von 2,30 DAX Chance für Ausbruch oben geben. Punkt. Und dann lassen Sie den Raum, lassen Sie den das probieren, gucken Sie sich das an. Wenn er wirklich unten raus später will, muss er wahrscheinlich eh das Hoch hier nochmal rausnehmen. Ja, das sieht man häufig, bevor ein Trend losgeht, dass immer noch mal eine richtig übertriebene Bewegung in die andere Richtung loszündet. So ein richtiges Rausekeln von der Gegenpartei, ne? So ein richtiges Short-Squeeze letztendlich. Also ein Bereinigen der ganzen Shorts, wenn er dann richtig fallen will. Oder auch unten. Nochmal so richtig nach unten, wobei das dem schon sehr nahe kam, aber dafür ist viel zu undynamisch gestiegen. Also hätte der nach dem Tief direkt durchgezogen und hätte jetzt hier bei 3,90 gestanden, dann hätte ich gesagt, sollte man sich jetzt einstellen, dass er oben Richtung 13.800 durchrennt. Aber das war zu wenig einfach, was hier gekommen ist. Und viel zu ruckelig. Viel zu träge auch. Also das ist eher mehr, ich ziehe mich wieder zurück von da, wo ich herkam. Das ist das, was wir gesehen haben. Das ist noch kein Ausbruch. Ja. Gut, Freunde. Nee, ich kann beim besten Willen nicht mehr rausholen, ihnen mitgeben. Das ist da Latein mal kurz am Ende. Gucken wir uns das jetzt an am Freitag. Ich wünsche Ihnen trotzdem schon mal ein schönes Wochenende. Sparen Sie vielleicht zum Freitag auch ein bisschen was auf, ne? Dass Sie dann zum Montag noch reagieren können, wenn er dann wieder vielleicht anfängt, schönere Trends zu ziehen halt, ne? Gut, Freunde. Ich mache aus. Schönes Wochenende. Viel Erfolg zum Freitag noch. Und dann hören wir uns Sonntagabend. Bis dahin, tschüss.